Hallo liebe Hungrige, mir ist aufgefallen, ich habe schon Weilchen nicht mehr gebacken. Deswegen kombiniere ich heute mal zwei meiner Lieblingskuchen. Und schlau wie ihr seid, hat euch der Titel natürlich schon verraten, es handelt sich um Bienenstich und Käsekuchen. Das Ganze wird dann auch noch ein bisschen fruchtig und sehr, sehr lecker. Wir brauchen dafür, ich habe das mal ein bisschen unterteilt, für den Boden Mehl, Butter, Zucker, Vanillezucker und ein wenig Backpulver. Für die Füllung viel Quark, Butter, Eier, Zucker und eine Packung Grießbrei für 500 ml Milch und außerdem Beeren, allerdings ist das optional. Ihr könnt das auch weglassen, schmeckt trotzdem klasse. Ansonsten empfehle ich Cranberries bzw. Preiselbeeren oder Blaubeeren. Und die können frisch oder auch tiefgekühlt sein. Wenn ihr tiefgekühlte verwendet, gebt sie gleich zu Anfang in ein Sieb und lasst sie darin antauen. Bleibt noch der Belag und dafür brauchen wir Butter, Honig, Mandelblättchen, Zucker und ein bisschen Milch. Wir beginnen logisch mit dem Boden, geben in eine Schüssel zum Mehl den Zucker, den Vanillezucker, das Backpulver und außerdem auch die weiche Butter. Am besten so ein bisschen grob in ein paar Stücke zerschneiden und anschließend entweder mit den Knethaken des Rührgeräts oder mit den Händen alles zu einem Streuselteig verkneten. Nun brauchen wir eine Backform, optimal mit einem Durchmesser von 26 cm, fetten diese und geben nun den Streuselteig hinein. Verteilen diesen gleichmäßig und drücken ihn anschließend zu einem Boden an. Als nächstes trennen wir zwei Eier in Eigelb und Eiweiß, geben dann in eine große Rührschüssel die anderen drei Eier, die zwei Eigelb dazu, geben die weiche Butter mit hinein, wieder etwas grob zerteilt und schütten den Zucker mit dazu. Dann mit den Schneebesen des Rührgeräts alles schaumig miteinander verrühren. Als nächstes kommt der Quark mit in die Schüssel, außerdem der Grießbrei und nun wird alles wieder miteinander verrührt und denkt daran, bei Käsekuchen nur so lange wie nötig rühren, weil sonst die Gefahr besteht, dass Luftbläschen im Teig eingeschlossen werden, die sich dann beim Backen ausdehnen und den Käsekuchen zum Reißen bringen und das wollen wir ja nicht. Nun geben wir die beiden Eiweiß in ein geeignetes Rührgefäß und schlagen das Eiweiß steif. Danach geben wir es mit zum Teig und heben es unter. Nun kommen die Beeren noch mit dazu und auch diese werden eher ein bisschen behutsam untergehoben. Die nun fertige Füllung geben wir jetzt in die Springform auf den Boden, verteilen sie gleichmäßig und streichen sie dann glatt. Zum Beispiel mit dem Teigschaber oder schüttelt die Form einfach so ein bisschen hin und her. Und dann kommt sie in den Backofen und zwar für insgesamt eine Stunde. Nach 35 Minuten wird mal kurz unterbrochen. Bei 190 Grad, Umluft 175. In der Zwischenzeit geben wir in einen Topf zur weichen Butter den Zucker, den Schluck Milch, außerdem den Honig und die Mandelblättchen. Dann alles erhitzen, bei hoher Temperatur unter ständigem Rühren alles aufkochen. Dann den Topf vom Herd nehmen und die Masse abkühlen lassen. Und nun wird, wie angekündigt, nach ca. 35 Minuten der Ofen geöffnet. Wir nehmen den Kuchen kurz heraus, zieht um Gottes Willen Handschuhe dafür an oder nehmt den Topflappen. Und jetzt wird auf der Oberseite des Kuchens die abgekühlte Bienenstichmasse verteilt. Das ist ein bisschen eine klebrige Angelegenheit. Damit die Masse auch gleichmäßig verteilt wird, verwendet einen Holzlöffel oder ein anderes geeignetes Hilfsmittel dafür. Haben wir das erledigt, kommt der Kuchen wieder zurück in den Backofen und wird fertig gebacken. Fertig gebacken sollte er dann so ungefähr aussehen. Wir lassen ihn erst in der Form abkühlen und befreien ihn dann aus dieser. Eine wirklich sehr, sehr leckere Kombination. Ich denke, da gibt es keinen großen Zweifel. Mit den Beeren drin, das ist sicherlich Geschmackssache. Ich finde es gut, aber wie gesagt, ihr könnt es ja auch weglassen. Aufgeschnitten kommt es natürlich auch optisch recht gut. Bereichert jede Kaffeetafel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber einen Cheesecake mit Karamell und Toffifee backen möchtet oder den Quark lieber für Quarkspitzen, Krapfen, Mutzen, wie auch immer man sie nennt, verwenden wollt, ist ja bald wieder Fastnacht, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.